Die britische Wrestling-Liga Progress wird zwei Teilnehmer für die Global Cruiserweight Series beisteuern. Unter anderem kennt man Sabre, Skull und Thatcher von Progress. Alberto Del Rio wurde von kommenden WWE Live-Cards entfernt. Der Mexikaner plagt sich schon länger mit einer Rückenverletzung herum. Wann er wieder einsatzbereit sein wird, ist noch nicht klar. Finn Balor benutzt einen neuen Finisher und zwar den Bloody Sunday. So wurde der Underhook Brainbuster zumindest außerhalb der WWE bezeichnet. Der offizielle WWE-Name für den besagten Move ist 1916. Das NXT Tag Team, die Hype Bros, sind zurzeit mit der Main Roster Crew on Tour, was auf ein baldiges Main Roster Debüt von Ryder und Rawley hindeuten könnte. Der Undertaker trainiert zurzeit im WWE Performance Center in Florida für sein Match gegen Shane McMahon bei WrestleMania 32. Nikki Bella ist noch immer nicht in der Lage, in den Ring zurückzukehren. Ihr Heilungsverlauf nimmt laut ihrem Instagram-Post noch knapp 4 Monate in Anspruch. The Miz hat sich bei einem vergangenen WWE Live-Match gegen Jack Swagger anscheinend verletzt. Er humpelte extrem auffällig. Natürlich könnte es sein, dass The Miz den Patriot Lock nur oversellt hat, aber eine Verletzung lässt sich hier nicht ausschließen. Brie Bella wird bald ihre In-Ring-Karriere beenden, so wird das 10 Divas Tag Team Match gegen Team Lana bei WrestleMania vermutlich das letzte Match von Brie sein. Bei der folgenden Raw soll Brie sich noch verabschieden können, ihre In-Ring-Karriere wäre damit allerdings beendet. Eigentlich läuft ihr WWE-Vertrag erst im Sommer diesen Jahres aus, aber trotzdem beendet sie ihre Wrestling-Karriere in nächster Zeit. Sie wird allerdings weiterhin als WWE-Botschafterin und Total Divas-Akteur eingesetzt.